Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Diablo 3. Heute werden wir ein bisschen den Hexendoktor spielen und den durch die Portale scheuchen. Genau, dann hauen wir uns jetzt ein großes Portal rein und zwar auf 27. Lernt eure Macht zu nutzen und ihr werdet überleben. So, dann wollen wir mal durchflitzen hier. Der kleine Gelbe. Und fährt's. Ja. Alles, was ich liebe. Laserstrahlen. Feind da drüben! So, jetzt aber. Und Koloss wieder machen, ne? Es geht Wahnsinn. Zu Ende. Hau nicht rum! Stell dich wie Mann. Zu Ende. Hier bleiben. Mitten ins Herz. Ich brauche mehr Zeit. Sammel, sammel, sammel. Also momentan die Geister leiten sieht es zeitlich nicht dazu gut aus. Was aber auch daran liegen könnte, dass ich halt so oft gestorben bin. Das heißt oft einmal. Aber das kostet alles Zeit. Brauchen mehr Zeit. Zeit immer nicht. Mehr. Ein falscher Knüppel in der Hand hier. Ja, kommt doch her. Das ist ein Schwachsinn. Nach unten muss ich weiter. Noch nicht bereit. Ihr sterbt! Die hat sich. Oh nö, bin ich schon wieder in der Sackgasse. Die kann ich ja jetzt gerade gebrauchen. Aus, aus hier. Ihr ja, ich muss mich erholen. Da sagt vielleicht Bums, Bums. Bums, Bums. Laser auch noch. Ja, danke schön.
Das brauche ich jetzt. Überschneiden, ja, das war, das kann nichts werden. Ich glaube, da hat wir nichts mehr Zeit, oder? Schauen wir mal. Vielleicht ja doch. Ich brauche mehr Zeit. Weiß man erst, wenn man es versucht. Oh, wir haben noch ein paar Erfahrungspunkte zum Einsammeln. Ja, momentan ist Zeit. Ja. Also ein gutes Portal sieht anders aus. Ganz anders. Noch nicht bereit. Kann auch sein, dass ich mal wieder die Stufe ein bisschen zu hoch angestellt habe. Nächste Ebene. Mein Koloss, da hinten. Ach, da ist er. Braucht mehr Zeit. Ja, sag noch, wie sieht anders aus? Ein echter Volltreffer. Seid verflucht! Ich brauche mehr Zeit. So, da haben wir noch Erfahrungspunkte. Noch nicht bereit. Ja, Laser. Ah, diese Dreckslaser, ich hasse sie. So. Zumindest die Zeiterfahrungsgrenze haben wir jetzt wieder ein bisschen überschritten. Mal gucken, ob das noch ausreicht. Braucht mehr Zeit. Um das noch wenigstens in der Zeit zu schaffen. Guck mal. Noch nicht bereit. Hier werden sie hin. Eine perfekte Attacke. Das ist perfekt, Mann. Boah. Lass mich raten, Sackgasse? Nehmen wir nicht. Eine perfekte Attacke. Raus. So. Meine Kraft kehrt zurück. Wir haben es geschafft. Na also.
braucht mehr Zeit. So, nächste. Da haben wir das. Ein Mob der großen Erfahrung. Ich hoffe, dass diese diesmal nicht daran nicht, dass ich sterben. Wow. Kommt euer Tod. Der Weg vor mir ist klar. Die Geister holen euch. So, komm. Dennoch. Ja. Sechs Explosionen machen. So, Reiter schon für den Portalwächter? Nein, noch nicht. Schon wieder eine Sackgasse gelaufen hier. Ixt. Ah, jetzt. Das sollte jetzt ausreichen, natürlich. Der Portalwächter ist hier. Nee, Stürmchen möchte ich nicht. Stürmchen. Fisch reinhauen. Ich brauche mehr Zeit. Die Geister holen euch. Nefale, ihr wart erfolgreich. So, die Zeit haben wir noch hingekriegt. Aber verdammt eng, verdammt eng, verdammt schlecht. Mein Name ist Urshi. Die Orek. Alles klar, ich bin ja auch viel zu oft draufgegangen hier. Als die Champions längst vergangener Zeiten bewiesen hatten, dass sie würdig so, waren. So, dann wollen wir mal die Primäreffekte noch ein bisschen erhöhen. Aufwertung fehlgeschlagen. Wenn ihr über einen Edelstein Prozent von ausreichender Qualität verfügt, kann ich euch denselben Dienst erweisen, Champion. Ich verstehe mich darauf. Ich muss zurückkehren. Ah, wollen wir das Buch befragen, was es hier Schönes gegeben hat. Wenn euch ein Gegner zum ersten Mal trifft, der Schaden um 64% reduziert.
Uraltes, ja. Naja. Hat kein Zusatzeffekt, kann das sein? Nee, hat es. Dann kann das weg. Der kann weg. Und die beiden sammeln wir uns weg für den Würfel und der kann auch weg. Ja. Och. Genau, habe ich jetzt repariert? Hab ich. Die Uralten wären stolz auf euch. Meine Kraft wächst gewaltig. So, Paragon-Punkte vergeben wieder. Diesmal wieder auf Bewegungsgeschwindigkeit. Auf Crit. Und annehmen. Jo. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Follow da und ein Like für die YouTube-Videos und ein Abo für den Kanal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.